Wie schon im elektrostatischen Fall möchte ich auch jetzt hier nochmal zurückgreifen auf die Doppelleitung, werde die aber verkürzt berechnen, gehe nicht mehr über Vektoren und so weiter und so fort, sondern setze eigentlich nur das fort, was wir in dem letzten Video schon gesehen haben. Ich brauche trotzdem noch ein kurzes Koordinatensystem hier. So, und dann haben wir hier einen Strom, der auf uns zukommt, der Stärke I. Haben hier irgendwo einen Strom, der gerne auch in das Magnetfeld reingeht, der Stärke I. Der muss dann natürlich negativ gezählt werden. Was wir uns vorstellen können, wir bleiben bei x ändert sich und y, also hier bei y gleich 0. Sie haben nur Magnetfeldkomponenten, die hier so nach oben gehen, zum Beispiel, nicht? Und könnten hier die Komponente Hy ausrechnen. Wir haben die erste Komponente von dem ersten Leiter, 1, und 2 h y 1 oder 1 y, egal, ist i durch 2 pi x. Wir bleiben auf y gleich 0. So, und wir haben vom zweiten, weil er in die andere Richtung geht, minus i 2 pi x minus d, also wir haben eigentlich nur den Ursprung, den Bezugspunkt verschoben. Wenn wir das alles jetzt zusammenbauen, kommen wir auf ein h y gesamt i durch 2 pi mal 1 durch x minus 1 durch x minus d. Schauen wir uns wieder unseren Fahrdraht an von der Straßenbahn mit irgendwelchen willkürlichen Annahmen über Drahthöhe und Stromstärken oder Spannungen. Die sind nicht völlig absurd, aber auch nicht genau das, was man exakt gerade verwendet. Wir hätten also beispielsweise hier jetzt den Draht, der in 5 Meter Höhe hängt, und haben hier unten irgendwo die Schiene. So, Schiene, Draht, in welche Richtung der Strom jetzt wirklich fließt, ist nicht so entscheidend. Das ganze Ding ist wieder 5 Meter hoch. Wir gehen mal davon aus, dass wir einen Strom der Stärke 1000 Ampere haben. Das ist nicht aus der Welt, macht einen schönen runden, ist eine schöne runde Zahl. Und wir haben meinetwegen eine Höhe H hier. Es interessiert sich ja wieder, wir interessieren uns hier wieder für irgendeinen Menschen, der hier unten steht. Der ist im Vergleich zu 5 Metern vielleicht etwas größer zu machen. Egal, der da steht. Naja, und dann wollen wir die magnetische Flussdichte haben. So, und da schauen wir uns einfach an. B ist gleich μ0 mal unser H gesamt, das wir gerade ausgerechnet haben. Ich kann das Y noch dazu packen, aber was anderes haben wir an der Stelle nicht. I durch 2pi mal μ0 noch dazu mal 1 durch x minus 1 durch x minus d. So. Und wenn wir die Zahlenwerte einsetzen, kriegen wir raus 200 Mikrotesla mal Meter. Das mal Meter brauchen wir, weil wir jetzt ja hier die X's reinbauen. So, und dann können wir verschiedene Höhen mal ausrechnen. H gleich 0,1 Meter, 1 Meter und 2 Meter. Wenn man es entsprechend einsetzt, kommt man auf B gleich 2 Millitesla, das ist das, was der Fuß vielleicht entfernt, erfährt, 250 Mikrotesla und 166 Mikrotesla. Sie können mal als Aufgabe vielleicht das Erdmagnetfeld hier vor Ort selber bestimmen, indem Sie Ihr Handy, Ihren Handy-Magnetfeldsensor einfach mal verwenden, vielleicht kalibrieren und dann sich da mal Werte anzeigen lassen. Schauen wir uns noch als weiteres Beispiel eine Hochspannungsleitung an. Auch hier die Werte sind etwas willkürlich gewählt, aber man kann sie so wählen, ist jetzt nicht absurd falsch. Auch hier nehmen wir mal wieder 1000 Ampere auf uns zu. Dann die andere Richtung, es muss ja auch wieder zurück. 5 Meter Abstand, die Dinger. Und dann hängt der oberste Draht in 40 Meter Höhe insgesamt. Und dann stellen wir uns hier als
Mensch, wieder da unten hin und guck mal, was denn so passiert. Da die Werte ziemlich gleich sind für nämlich die Stromstärke, ist auch unser B gesamt 200 Mikrotesla mal Meter und die Formel bleibt eben 1 durch x minus 1 durch x minus d. Entscheidend ist nur, x minus d ist jetzt größer 0. Das war es eben nicht, wenn Sie sich das mal genau angucken. Das ist größer 0 und damit greift das Minuszeichen hier wirklich. Und dann können wir ausrechnen, x gleich 39 Meter, also 1 Meter über Grund oder 38 Meter. Und dann kommen wir hier auf b gleich minus 0,75 Mikrotesla oder minus 0,8 Mikrotesla. Also keine großen Werte. Dazu noch einmal kurz in die Simulation geschaut. Hier lassen wir das einfach mal wieder laufen. So, das sind zwei gleiche. Die haben wir jetzt ja hier nicht, sondern wir haben ja Hin- und Rückleiter. Falsch, den haben wir hier auch schon. So, dann sehen Sie, hier im Außenraum tut sich ganz, ganz wenig. Also die Felder der beiden kompensieren sich, während sich hier in der Mitte dazwischen natürlich eine Menge tut. Das ist im Prinzip die Situation im Fahrdraht, wo wir uns dazwischen befinden. Und die Situation der Hochspannungsleitung ist, wir befinden uns weit außerhalb dieser beiden hier und müssen die gar nicht weiter. Ja, die Felder der beiden kompensieren sich. So.